Ein WC wäre auch eine Idee. Oder ein Gästezimmer. Ein Gästezimmer, das wäre auch ganz nett hier, aber ich bin mal für Abstellkammer. Brauchen wir Wolle, glaube ich. Also wäre das komisch, wenn wir hier auf einmal mit Stein arbeiten. Den Boden können wir aber auch Stein machen. Da hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Diesen Ziegelstein oder Steinziegel, wie das heißt. Wir können ja gleich nochmal beim Schafsgehege vorbeigehen. Wir sind ja genug Schafe und wenn die ein bisschen was fressen, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir da dann genug Zeug bekommen. So, wir müssen leider wieder Treppen machen. Nicht Treppen, sondern Stufen, sonst reicht das hier nicht aus. Ups, sind ja kleine Glasscheiben. Ja, reicht leider trotzdem nicht. So, dann nehmen wir die eine hier mal mit und... Oh, wir haben nichts mehr davon. Gut, dann müssen wir einen neuen machen. Können wir zum Glück im Inventar. Zack. So, nichts hier ab nach oben. Dürfte reichen. Ist wahrscheinlich wieder zu viel, wie ich mich kenne. Aber egal. 1, 2, 3, 4. Ja, die eine goldene bleibt wieder übrig. Das ist die von vorhin, die wir gerade aus dem Haus geholt haben. Ja, passt doch. Dann haben wir hier so einen Lagerraum. So ein Lagerräumsche. So, das hier machen wir schon mal weg. Da kommen wir dann die ganzen Dinger hin. Die ganzen Wände. Schon mal vorgearbeitet. Ja, machen wir denn Wände aus Wolle oder aus Stein oder aus sonstigen? Was machen wir denn da hin? Direkt neben das Wohnzimmer. Bauen wir da vielleicht nochmal einen Turm hin? Einen kleinen? So als Aussichtsturm? Würde jetzt aber nicht mehr wirklich zum Rest passen, oder? Wir machen da ein Haus, oder? Was könnte man da denn hinmachen? Bin ich gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. So, wir machen mal hier das Ding zurück. Ich würde auch sagen, dass es das erstmal war von dieser Aufnahme des lustigen Minecrafts. Eine Sache wollte ich noch machen, und zwar die Treppen. Fichtenholztreppen. Und zwar eine Treppe, die außen runter geht. Die außen runter geht, die können wir jetzt gerade noch mal machen. Wir haben ja einiges geschafft in der Aufnahme. Das kann man ja wirklich mal sagen. Und vielleicht hier. Das ist ein guter Platz dafür. Ups, das war zu viel. So, dann kommt hier Fichtenholz hin, Hier die nächste Treppe. Fichtenholz und Fichtenholz. Und dann hier die nächste Treppe. Upsala. Oh Mann, nicht jetzt runterfallen. So, einmal und nochmal. Gut.
1, 2 und 3. Das war falsch. Dann machen wir es ohne Springen. So. Das hat nicht geklappt. Das dachte ich mir irgendwie schon fast. Ups, was mache ich denn da? Alter, was mache ich denn da? Was bin ich für ein Typ? So. Okay, wir holen uns gerade nochmal Fichtenholz. Fichtenholz. Haben wir hier noch was? Haben wir hier oben noch ein bisschen Fichte? Wenig, aber wir können uns noch ein bisschen was machen. So, dann machen wir das gerade mal. Ein Schwarzeichenholz legen wir mal zur Seite. So. So, damit nichts verschwendet wird. Fichtenholz haben wir jetzt. Dann können wir neue Treppen machen. Aber wir brauchen gar nicht mehr viele. Das könnte auch schon reichen. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Ui, es wird Nacht. So, du alter Bifteki-Typ hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt irgendwie. Irgendwie ist dieses Fichtenholz beim Honeyball-Pack, bei Minecraft. So ein bisschen was, was man nur für so schummrige Hütten nehmen kann, finde ich. Für außen, ja, finde ich das gar nicht so passend eigentlich. Aber gerade waren wir mal danach. So, haben wir hier eine Treppe, die zum Strand führt. Jetzt haben wir echt das Zeug abgelegt, ne? Ich bin auch der schlauesten eine. Dann haben wir das hier noch abgestützt. Kann man mal so machen. So, wie wir das Ganze ausleuchten, weiß ich jetzt nicht. Das werden wir dann nochmal irgendwann anders machen. Und ja, so sieht es jetzt erstmal aus. Das war's jetzt erstmal mit dieser Aufnahme von Minecraft. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das Haus denn findet bisher. Ich lege mich mal schlafen, dann bin ich doch um einiges beruhigter. Zukunftsfritte wird sich bedanken. Wir müssen natürlich noch einiges machen. Es ist noch lange nicht fertig hier. Ja, wir haben leider keinen Inventarplatz mehr frei. Was ich aber jetzt nochmal machen kann, da wird sich auch die Zukunftsfritte bedanken, bin ich mir ziemlich sicher, ist einige Sachen hier schon mal rüberlegen in die anderen Kisten. Und vielleicht denke ich ja dran, wenn ich dann sehe, oh, ich bin ja da drüben und nicht hier drüben, wo ich sonst immer bin, dass ich die Schafe scheren wollte. Vielleicht denke ich auch nicht dran. Vielleicht denke ich auch wieder an irgendwas komplett anderes. Ich weiß, die wilde Westenstadt müssen wir noch weiterbauen. Wir müssen so vieles noch weitermachen. Was ein bisschen auf der Strecke geblieben ist zum Teil. Nun gut. Truppenholz. Ach, wir hätten hier doch noch eine gehabt. Na super. Tja. Das war's jetzt erstmal von Minecraft. Ist auch schon fast wieder alles gewachsen. Das ist doch schön. Und wir sehen uns dann zur nächsten Episode. Zur nächsten Aufnahme, wenn ihr möchtet. Und ich beende mal die Aufnahme mit einem Blick auf das Schafsgehege. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Frittenfriseur.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft Folge 208. Müsste heute dran sein. Und mit dabei ist heute das Inferno. Hallo. Nee. Nee. Oder? Wir hatten der jetzt hier ins Let's Play geschafft. Ich weiß es nicht. Ja, ist schon lange, weil man mitmachen kann, hast du gesagt. Nee. Also habe ich gesagt, nee. Ein bisschen. Und dann habe ich schon gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Was baust du? Oder? Nee, du gräbst ja heute schön. Ja, ich will heute. Ja, ich hab's schon vorweg. Das ist schon richtig gespoilert, als ja, nur als. Machen wir mal neu auf, nehmen wir neu auf. Nee. Jetzt auch nicht mehr. Nee, der Nils hat schon verraten. Ich will heute ein bisschen buddeln. Und drum habe ich mir mal gedenkt. Oh Mann, ey, muss das sein, dieses Gelaber, echt. Das ist schlimm, ne? Dieses ganze Henna-Gelaber. Das ist echt schlimm, ja. Vor allem versteht man das. Das versteht man einfach nicht. Das ist so einfach so. Geil! Du bist so kaputt, Alter. Echt. Manche, Alter, echt. Okay. Komm, du darfst nicht vergessen, wir sind hier beim dritten für so einen schweren Bällischer aber auch. Echt. Das war mir bei Rust auch schon. Bald auf Stirnnorgen. Oh, das wäre jetzt vielleicht ein Spoiler, je nachdem wann ich was hochlade. Huiuiui, da habe ich jetzt gar nicht gedacht. Nein, sehr geil. Ja. Rohstoffe zu sammeln oder buddelst du um Platz für ein neues Gebäude zu? Nee, ich buddel um Rohstoffe zu sammeln. Okay. Also werde ich halt wahrscheinlich. Ja, will mal ein paar Diamanten haben, weil wir haben keine mehr. Und drum suche ich heute einfach mal welche. Bin ich mal so frei und werde auch F3, glaube ich, hier benutzen. Und einfach mich auf Diamantenebene dann runterbuddeln. Cheaten? Cheaten? Schatten, Chatten. Chatten ist nicht erlaubt. Cheaten? Oh, geht so. Okay. Ich guck natürlich jede Minecraft-Folge von dir voller Erwartungen auf die nächste, das weißt du ja. Aber, mal ernst gefragt, so. wann hast du denn die letzte geguckt? Welche waren die jetzt ungefähr? Weil du hast ja mal reingeguckt, das weiß ich. Das war die, wo Gronkh auf dem Thumbnail war. Gronkh auf dem Thumbnail, echt? Ja. Dann nee, hast du nicht danach nochmal kommentiert? Nicht, das Lustige ist ja immer, wenn ich bei dir reinkomme, ist gerade irgendwas mit Silent Hill. Ja. Also das letzte Mal, als du mal Silent Hill geredet hast. Ja, ich erinnere mich. Das war Folge, keine Ahnung. Das war aber, es ist schon ewig her. Ja. Die Aufnahme habe ich gemacht, das weiß ich noch, das war kurz bevor ich zu Elysia gefahren bin. Da war die Aufnahme, das ist schon wirklich lang her. Also das erste Mal, ne? Das allererste Mal. Ich wollte gerade sagen, also... Das war dann irgendwann im Mai oder so. Und ich weiß immer nicht, was das für eine komische Musik ist im Hintergrund. Irgendwie ist die klingt so ein bisschen russisch, aber irgendwie auch nicht. Ist das nicht deine Musik? Ja schon, aber... Ich hab da nur so kurz reingehört und hab mir gedacht, ja, geht. Katze, die hier ist, die ist gruselig. Warum ist die gruselig? Die sitzt den ganzen Tag auf der Fensterbank und beobachtet die Bushaltestelle gegenüber. Die Leute müssen auch sonst was denken. Warum macht sie denn das? Ich weiß es nicht. Ich will mal Bus bauen. Katze, Bus bauen. Bus bauen? So, jetzt sag mir doch mal, ja, wo ich das hinmache, was ich vorhab. Also. Ich will jetzt hier irgendwie so einen Minenschacht machen. Mache ich den hier so direkt neben meinen Bereich? Deiner. Oder gehe ich so 50 Meter weiter und bin da halt ein bisschen abseits vom Schuss? Also Mine ist ja meistens immer etwas außerhalb. Ja, ne? Ja. Dann mache ich das so. Ne, wenn du das sagst, dann mache ich das so. Okay. Sehr ruhig. Ich habe jetzt nur eine Schaufel, aber ich hoffe, das wird reichen. Wird's eh nicht, aber... Ja. Mit Diamant oder was? Nö, Eisen. Oh. Ach, da hinten mal die Insel, wo ich drauf machen wollte. Okay, dann machen wir's da. Das ist ja auch egal. Ist ja egal jetzt. Oder? Und ich meine, ich weiß es ja, aber du machst 200 zur Folge ohne Game Mode. Das kann man ja auch nochmal erwähnen. Das ist ja... Ja, nee, halbwegs, ne? Weil die Abonnentenstadt ist ja alles Game Mode. Ach, okay. Weil sich da ja jeder alles wünschen darf, was er möchte. Darf ich mich auch dich nackter wünschen? Bitte was? Hat gerade einen Ausfall für Kopfhörer, glaube ich.
Dann hörst du lieber eine Hauptnase im Endprogramm. Aha. Dann die Frage war, ob ich mich nicht dort. Ja, ich hab's nicht schon verstanden. Du musst nicht warm. ja, nö. Du hast ja schon ein Haus. Oh, Leute. Voll gut ausgewichen eigentlich. Ist das denn, dürfen sich ja noch Abonnenten was wünschen? Bitte? Dürfen sich ja noch Abonnenten was wünschen? Ja, warum? Vielleicht kommt ja ein neuer dazu und der dazu hört und sich nicht danach da wünscht. Oh je. Ja gut, aber eigentlich geht's ja schon um Gebäude, ja. Ja gut, dann kann man ihn nicht rein, bitte. Na komm. Oh Leute. ja, okay. Hätten wir das auch besprochen. Okay. Ich muss aber sagen, ich mach's jetzt doch eher in der Nähe. Ja, solange es nicht mitten in der Stadt ist. Nee, überhaupt nicht. Das ist schon direkt am Rand halt so. Ja gut, das ist ja auch noch okay. Ja, ne? Da hast du nichts dagegen. Nee, erlaube ich ausnahmsweise. Okay, das ist schön. Und beim nächsten Mal guck das ein bisschen weiter weg, machst. Und dann erzähl allen, wie nett ich bin. Okay, mach ich. Also ihr wisst jetzt Bescheid, Nils ist richtig nett. Weißt du eigentlich, dass der Konrad hier mal zu... Das weißt du, aber da war hier jemand zu Gast. Ja, da hat er dir sogar noch einen Tipp gegeben. Was denn für ein Tipp? Da weiß ich nicht mehr. Oh. Naja. Also der hat damals gesagt, dass ich zu Gast war. Hat er gemeint, ich soll mal mit dem Nils aufnehmen. Oh. Das wäre bestimmt lustig, hat er gemeint. Sag mal, was bist du denn da am Fressen nebenbei? Ich bin die ganze Zeit in irgendeine Plastikschachtel. Biggie Lovelies von Hitchler. Was? Biggie Lobby? ja. Biggie Lobby 2. Lass hier da drauf, er liebt mich nicht. Oh. Durchschnittlich Nährwert für 400 Gramm. Energie? 380 Kilokalorien. Fett? 0. Kohlenhydrate? Mit Nachdruck. Dann diese dumme, euphorisierte Musik im Hintergrund. Mach die Musik weg. So, jetzt. Ist besser. Jetzt ist eine ruhige, traurige Musik. Die passt besser dazu, was du da vorliest. Okay, dann mach weiter. Na? Was ist so ein. Das ist vom Geschmack her echt lustig. Also nicht lustig, aber lecker. Aber. Das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, so. Da ist keine Gelatine drin. Hast du schon mal so mit Gelatine gegessen? Was gegessen ohne Gelatine? Ja, Fruchtgummis oder sowas. Das ist einfach nur so, weiß ich nicht, wie Wackelpudding oder so. Das hat überhaupt keine Konsistenz zurück. Das ist richtig. Weiß ich gar nicht. Da habe ich also zumindest noch nie bewusst. Nee, das ist schon bewusst. Das kann man nicht unbewusst erstmal okay. Denken. Nee, dann habe ich das wohl nicht. Dann muss ich da sagen, nee. Ne! Oh! Was war jetzt los? Hat die Kakerlake, die durchs Wohnzimmer gelaufen ist, Fernseher angeknabbert? Yes. Das wäre dann die Gegenreaktion auf das. Wow! Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Nicht? Überfordert mich gerade alles ein bisschen. Warum? Wow! Okay. War schon mal gar nicht schlecht eigentlich. Ja, ne? Fand ich auch. Ja. Weil ich so lange nicht mehr gemacht habe. Ist echt so, ne? Ja, es ist echt schon ein bisschen her jetzt. Das War ist ein bisschen aus den Augen. Aber es ist jetzt auch schon. Ist jetzt auch schon lang präsent gewesen. Aber es war bei mir wahrscheinlich auch der Hauptgrund, dass ich einfach das nie konnte. Vielleicht wollte ich auch, dass das War verschwindet. Weil ich es einfach nicht konnte, weil ich einfach nur wieder dazugehören wollte. Was wolltest du? Einfach nur wieder dazugehören. Oh. Das ist traurig, aber es ist auch irgendwie süß. Ja. Aber auch traurig. Ja. Naja, also die Spitzhacke ist gut. Ach du Kacke, was habe ich denn da drauf? Effizienz 4? 4? Effizienz 4? Aber so fühlt die sich auch an, die rattert hier richtig durch. Ja, das finde ich auch ein bisschen. Also, das ist so ganz cool, wenn du das wegmachen willst, aber so zum Graben ist die Scheiße. Ja. Du schaffst es fast nicht, ein Feld wegzumachen. Ja, aber ich will ja gerade eh nur buddeln, also. Ja, das sage ich ja, das sage ich. Ja, da ist die ganz praktisch. Meinst du das Ends? Ich meine das Ends, ja. Mhm.
Mhm.